Herzlich willkommen zu diesem Video heute mit dem lieben Colin. Moinsen. Und es ist unser erstes Video, also er ist auch Kanalbesitzer. Wir gehen direkt in die Aufgabe rein. Willkommen. Wegen Signalarbeiten zwischen Bad Vilbel und Frankfurt West ist die Strecke zum Teil nur eingleisig befahrbar. Nähere Infos später. Dies ist ein Dreiwagenzug. Beachten Sie also die Bahnsteiglänge. So, machen direkt Türen auf, dass wir hier dunkler haben. Wir fahren übrigens ein Karriere-Szenario. Der liebe Conne fährt das im Standard. Warum auch immer. Ich hab's nur in Karriere. Machen die PZB an. ZZA wechselst du übrigens mit der Ja, Taste weiß Grün. ich. Spitzensignal So, wir an. fahren eine S6 nach Frankfurt Hauptbahnhof. Stell ich Danke, mal dass du mal ein. sagst. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir fahren. Wir fahren eine Umleitung. Ja, klar. Nach Hauptbahnhof, oder? Ja. Okay. Rechts kommt bei mir eine 101 gerade Ja, eingefahren. hätten sie Schöner anders machen können. Citywagen. Schade eigentlich. Kann ich ja theoretisch umändern. Kann man eigentlich Karriereszenarien umändern zu Standardszenarien? Müsste eigentlich gehen, aber ich weiß nicht wie. Kann man das noch ein bisschen Hast kann du man auch nicht. deine Türsteuerung da an diese Kette, wo du es selbst machen musst? Du meinst hier die drei Tasten rechts? Manuelle. Ja. Nee, ich weiß nicht, wie die geht. Also. Ich hab's schon mal dafür gehört. Übrigens, wir haben das neue Hard installiert, also das Hard sieht bei uns anders aus. Ich Link tippe zu. übrigens Ausfahrt, ne? Ja, Abfahrt. ich auch. Aber vorne das Signal ist noch rot. Achso, ja, ich wollte gerade Gas gehen. Nee, wollte ich nicht. Ganz wichtig, nicht raustappen, okay? Bleiben realistisch. Ausfahrt erstmal mit 40. Und wenn wir gleich losfahren, können wir uns sogar befreien. Ich meine, da hinten ist noch 40. Befreie dich mal bitte bis zu dem Hauptsignal da hinten nicht. Ja, wir machen Ausfahrt mit Ich habe 40. jetzt Ja, siehst du? Parke 1. Ja, wir sehen. Ne, siehst du da, steht 40. Wir dürfen uns eh nicht befreien. Also wird er nichts bringen, weil da hinten eh 40 ist. Ich hatte gar keine Überwachung. Ich schon. Kenn ich Oder nicht. und da hinten. Achso, hey, du bist schon losgefahren. Ja. Ich fahre jetzt erst los. Ja, also wie gesagt, bis zu dem Signal nur 40. Also immer noch 40. Wir fahren direkt hinter der 101, die auch in unsere Richtung gekommen ist. Okay. Aber die mussten nirgendwo halten. Spoiler mal bitte Wir nicht. schon. So, müssen wir die Siefer mal zurücksetzen wieder. Oder besser gesagt bestätigen. Weil wir da vorne Ich B6 habe drüber wieder das sind. alte Rad, ich muss das mal nochmal ändern. Ja, wenn du bei Transmitter anforderst, fehlende Dateien zu suchen, dies, das, dann ist normal, dass der das ändert. Oder wenn, glaube ich, Updates sind, ändert es auch immer. Muss einfach nochmal neu reinziehen. Mache ich gleich, wenn wir fertig sind. So. Wir fahren bis auf der Strecke Rhein-Main, also S-Bahn Rhein-Main. Die Strecke ist von wem, lieber Colin? Von Just Genau. Trains. Lul, er sagt mir gar nicht so fast schnell. Ah, jetzt hat er. Oh, Mist. Ich darf immer noch 40 fahren, Ja, hier ne? auch. Meiner hat sich auch automatisch schon befreit. Gut. Nee. Ah, jetzt habe ich 100. Erleichterung für mich. Ja, und auf diesem Kanal, ich sag's nur nochmal. Werden hauptsächlich Transmatter-Videos kommen. Vielleicht ein, zwei Videos, die ich mir von dem Kanal von Colin stibitzen werde und hier hochladen werde. Wahrscheinlich aber nicht. Weil er lädt ja nur Trains World hoch und ich lade hier nur Transmatter hoch, wie gesagt. Er hat auch die Kanaldaten, also wenn er jemand mal ein Video aufnimmt, auf jeden Fall auch. Es wird so hundertprozentig jeden Samstag ein Video kommen. Ab und zu wird auch unter der Woche oder so ein Video kommen. Aber das ist halt immer dann spontan. Und ich wünsche mir selber gerade Glück beim Anbremsen in Bochenbrück, glaube ich. Bist du schon da? Nee, noch 2,30 Kilometer entfernt. Ja, ich bin noch 1,5. Vielleicht wird es auch mal Videos geben, wo ich das hart aus habe. Also so. Ist halt nicht so mein Ding, weil ich mich halt vor allem auf S-Bahn Rhein-Main nicht so wirklich auskenne. Muss das schon eine Strecke sein, wo ich mich wirklich auskenne, wo ich wirklich jeden Ort kenne. Tut mir jetzt schon leid wegen den ganzen FPS-Drops, die ab und zu mal reinkommen. Das wird in Frankfurt nicht besser. Und wenn ich zu leise bin, dann tut es mir auch leid, das muss ich nacheinander ändern. Ich hoffe natürlich, dass bestimmt alles so, wie es soll. Und ich hoffe natürlich, dass Conny nicht so leise ist und nicht so laut ist. Ja. Auf der U-Bahn Frankfurt kann man ohne Hard fahren. Das mache ich jedes Mal, wenn ich da fahre. Da kenne mich Weil. halt auch nicht aus. Ah, gut, da kannst du ja. Obwohl, die hält Ja, ja überall, oder was? da fährst du eben so schnell. Von daher. Du hältst ja überall, oder wie? Ah, eben. Und du fährst auch nicht so schnell. Maximal 70.
Ja, das ist aber trotzdem nicht mein Ding, weil vor allem in der U-Bahn, ich bin einmal reingegangen, irgendwie fängt die Aufgabe direkt schon an, das ist nicht mein Ding. Ich werde erstmal aufrüsten, alles mit Zeugs, also was es halt in der U-Bahn gibt. Ist halt wirklich nicht so mein Ding. So, ich halte. Ja, ich bin an meinem Bremsen vorm Bahnsteig. Und ich habe gehalten, gut. Bin bestimmt Tut mir alles auch gesagt, wenn ich gefahren. denn nicht der beste Bremsen bin, vor allem habe ich eine Dreifachtraktion. Ist vor allem der raus. Ja, ich schieße wieder am Bahnsteig rüber. Sehe ich jetzt schon wieder. Ja, danke. Ja, schön. Ich bin so lange keine 423 mehr gefahren. Echt toll. Eieiei. Erstmal mit zwei Wagen drüber geschossen. Fängt Das echt ist gut so an. unserem Lieblings, unserem Kollegen Nordrhein TV Play und dem Ansgar oder dem Zengis. Ne, es war dem Ansgar, ist das auch passiert. Der hat sich auch direkt bei der ersten Station auf S-Bahn Rhein-Main hat er sich auch verbremst, direkt Ja, am ich soll erst mal das Bahnhof. Bremen ist ja nicht mein Ding. Also wir haben wie gesagt eine Dreifachtraktion, also von hier bis hier, dann von hier bis genau hier und dann noch da vorne halt. Ah, ich habe Ausfahrt. Ist relativ groß für diesen Bahnsteig. Naja gut, hinten ist schon noch ein bisschen Platz, aber für zwei Wagen direkt, naja, ganz eng passe ich da rein. Können Hinten die sind Bremsen schon mal übrigens auch lösen, aber welche nicht Pinnen komplett drin. lösen. Ganz hinten im Wagen, schaut, da sitzt auch ein TF drin. Ja klar, muss ja. Ne, bei mir nicht. Bei mir hockt keiner drin. Ja, Übrigens, aber das macht schon wenn wir einen. irgendwas falsch machen mit PZB, wie gesagt, wir sind jetzt keine Experten. Also falls wir irgendwas falsch sagen, jetzt im Video über PZB oder sonstiges Zeug, dann tut uns das auf jeden Fall leid. Also mir. Ich weiß nicht, ob es dir auch leid tut, wenn du irgendwas falsch sagen würdest. Oder willst du behaupten, ja, ich bin der Profi im PZB? Oder was? Naja. Übrigens, auf die S-Bahn Rhein-Main werden bald Elektrotriebfahrzeuge der Baureihe 425 kommen, als Verstärker. Da kommt schon Gegenzug entgegen. In Genau. einer Dreifachtraktion auch. Ohne Sätze da. Naja, ich denke mal, die fährt auch nach Friedberg. Ich glaube, Friedberg. Die Strecke fängt erst bei Friedberg an, oder? Oder wo fängt die an? Ja, die fängt mit Friedberg an. Ja, dann wird die nur bis Friedberg lang. Oder halt nur bis hier, wo sie gerade war. So, ich bremse schon auf Niederwölsstadt. Ich kann euch leider noch nicht sagen, ob ich diesen Teil, also ob ich dieses Video cutte, ob ich es komplett hochlade oder ob ich es zweiteilig mache. Werden wir dann sehen. Vielleicht werden wir es, vielleicht werde ich es ganz hochladen, ich weiß es nicht. Ja, ich habe FPS-Drops, ich komme in der Regel da nicht runter, ich habe FPS-Drops. Ich bremse jetzt schon mal 1 Kilometer davor. Also zumindest runter auf 100. Ich habe keine FPS-Drops, ich habe gute 30 FPS. Ja, das ist für mich FPS-Drops. Naja, gut, in TS habe ich normalerweise immer 50. Die Aufnahmen werden 60 Frames, dann denke ich mal Full HD, 60 Frames. Wie immer. Habe übrigens wieder eine Punktlandung gemacht. Es steht wieder alles im Bahnhof, alle Türen sind auf. Ja, versuchen, ob ich es auch hinkriege. Ja, diesmal sieht es gut aus, denke ich mal. Hoffe ich? Nein? Ja, komm bitte. In der Realität wird übrigens Ja! auch zu Stoßzeiten mit dreifach Ich gefahren. bin drinnen mit allen Wagen. Juhu, ich habe mich gefreut. Ja, wie gesagt, ich fahre wie gesagt ein Karriere-Szenario, deswegen komme ich Punkte. Liebe Kolle nicht, alle Türen sind offen, freut mich. Das ist natürlich schön für mich. Ein Link zu meinem Ups. CSW-Kanal ist auch in der Beschreibung. Mal schauen. Nein, ja, natürlich. So, gut, auf geht's. Ich fahre nach Okhaben. Ab der Ausfahrt. Also, ich muss noch die Türen zu machen. Huch, lost. Also nur zur Info, der liebe Colin wohnt hier in der Gegend, oder? Wohnst du nicht in der Gegend? Ja, 200 Kilometer weg, aber Frankfurt ist meine Gegend. In der Gegend, 200 Sag Kilometer, ich ja. so. Aber du kennst dich aus in Frankfurt, deswegen, naja, ich bin echt der Experte. Wir haben auch einen Ja. Insta-Kanal, Transpotter, oder heißt das nur Trainspotting? Transporting. Okay, Transpotting 6213. Ich werde eine Einblendung machen, die wird dann entweder hier oder irgendwo im Video eingeblendet machen. Dort findet ihr Trainspotter-Bilder, wie schon gesagt. Im Bereich Colin, im Bereich Frankfurt in der Nähe so. Und ich in der Nähe Bayern und so. Vielleicht
Findet ihr viel? Traurig, ich habe gerade eine PZB. Fuck, das war mein Handy. Ich habe gerade eine Lieferzwangse bekommen. Das ist einfach nur traurig. Ja, die sieht was irgendwie. Naja, ich finde sie nicht so wirklich toll. Weil sie halt. Also der Ton ist, glaube ich, schon realistisch dem Original. Aber halt ein bisschen zu leise. Ich finde halt mit dem neuen HUD erkennt man das hier unten relativ gut, deswegen habe ich das neue HUD auch drin. Vor allem für die S-Bahn ist es gut. Ich würde die S-Bahn nicht auf dieser Strecke fahren, ich würde sie lieber auf der Strecke München-Rosenheim oder München-Augsburg fahren. Vielleicht werdet ihr unter der Woche, auch, also nächste Woche oder so, auch mal wiedersehen. Ja, mal schauen. Und was ihr hier auch sehen werdet, ich werde am 25. mit Colin. Ich habe es ganz leise gehört, nur. Sifa. Ich werde am 25. mit Colin nach München fahren. Also, ich wohne in der Nähe von München. Er kommt halt runter und ist bei seiner Tante und dann treffen wir uns halt in München. Und dann werden wir ein bisschen Trainspotten. Werdet ihr ein paar Bilder auf dem Insta-Kanal sehen. Und vielleicht auch eine kleine Dia-Show auf dem Kanal hier. Was auch noch kommen wird, ist am 9. meine ich, fahre ich mich zur Ostsee. Es gibt auch noch ein paar Videos, ein paar Dia-Shows. Es hat auch ein Video. Oder eine Zusammenfassung, so besser gesagt. Geben. Aber nur auf seinem Hauptkanal? Da auf dem Hauptkanal wird es Vlogs geben. Auf diesem Kanal wird es halt eine Dia-Show geben. Von den Bildern, von den Zügen, die ich aufgenommen habe. Die ich gespottet habe. Wenn ich an die Ostsee auf Rügen fahre im Sommer, kriegt ihr ja auch eine Dia-Show. Ostsee auf Rügen? Ja, ich fahre auf Rügen im Sommer. Das ist die Nordsee, oder nicht? Nee, das ist Ostsee. Bin ich grad dumm? Ja. Okay. Ah, ich hab wieder eine Punktlandung. Apropos Ostsee oder Rügen. Also, es gibt demnächst auch wirklich ein Video, wo ich auf der Strecke Inselbahn von DTG fahren werde. Mit dem IC. Das Video wird dann heißen, weiß ich nicht. Ab in Urlaub oder sowas. Jetzt habe ich mich verbremst, fahre ich zu Scheiße rein hier im Bahnhof. Hauptsache, ich habe eine Punktlandung. Komm. Nein, na, die Tür glaube ich nicht mehr auf. Nee, wird nix. So gut gehalten. Nee, oh, drei Türen nicht. Oh, miese Zeiten. Da habe ich mal einen Screenshot. Ja, ich weiß nicht, wieso Colin immer vor mir ankommt. Anscheinend hat er Hacks an. Hat einen Speedhack im Trainswetter. Ja, genau. Ich mache uns währenddessen ein paar Screenshots. Hier, 500 km/h mit der S-Bahn. Der neue Speedhack für den Train-Simulator. Ja, man weiß ja nie. Man kann sich alles zusammen scripten. Hauptsache man weiß ja, wie es geht. Naja, Hauptsache ist eigentlich nichts. Stell dir mal vor, Alter. Ich schalte mal rechts das Ebola aus. Was mir einfällt, ich habe ja die 430, ich bin die so nie gefahren, also wirklich nie gefahren. Oder halt so selten gefahren, weil die mir einfach irgendwie. Ja, noch nie gefahren. Naja, sie hat halt einen Dinghebel, so ein Sperrhebel wie im EC4. Musste eh halten, muss nach oben gehen. Aber ich meine, die kann man wie im Twin Decks mit F5 oder so ausschalten. Ja, mit Shift F5 war das beim genau. Twin Decks. Ja, dann wird es bei der 430 auch so sein. Ist ja auch von. Ups. Ist ja auch von Rail Traction. Ich hab schon 356 Punkte. Wie viele Punkte hast du? Null. Schlecht. Du hattest ja vor allem Zwangse. Hättest du das Karriere-Szenario gefahren, dann. Das ist irgendwie richtig komisch. Also irgendwie die ganzen Karriere-Szenarien. Also die ganzen Szenarien für die Strecke mit der 423 habe ich bei Karriere und er hat sie bei Standard. Bei Karriere hat er gar nichts. Ich weiß nicht, wieso es so ist. Ich hätte es gern bei Standard auch. Ich hätte es gern auf beiden Sachen. Naja, ich denke mal, das kann man. Kann man nicht ein Szenario in die klonen und dann geht wahrscheinlich nicht. Naja. Wenn wir zu viel reden, dann kommentiert das bitte unter dem Video. Würde mich auch freuen. Ich finde es besser als wie nur das, was wir 40 Minuten lang rumfahren, ohne zu reden. Klar, Werbung muss mal sein. Vor allem, wenn man halt wenig Follower oder sonst was hat. Finde ich jetzt. Mich hat einer letztens gefragt, wieso ich jeden auf dem Bild markiere. Habe ich geantwortet, ja. Hat er noch dazu geschrieben, willst du Likes geiern oder willst du Leuten deine Interessen, wie heißt das, dein Interesse zeigen? Dann habe ich geschrieben, ja, Interesse zeigen, aber man kann natürlich Leuten nichts zeigen, wenn man keinen hat, der das dann sieht. So, wenn ich da viele Leute markiere, dann kommen sie auf unseren Kanal und dann liken sie erstens, also liken ist natürlich auch cool, dann klar freut man sich da ein bisschen und dann kann man natürlich dadurch das Interesse dazu zeigen. Von dem her, ja, ich bin gleich ein großes Kabel in 3.
viel Uhr ist es denn bei dir? 14:14:50. Also 14:14:50. 14:14:14. Ich fahre viel zu langsam, Mann. Safe habe ich gleich Pünktlichkeitsmalus oder wie es das heißt. Ja, ja, das heißt Malus. So, ich habe Ausfahrt. Ja, ich fahre gerade ein. So, wir sind kein Kurzzug. Wir sind auch kein Vollzug. Wir sind ein Langzug. Und da ist hinten unser Schiff. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, ja, Alter. Oh mein Gott. Das muss ich kurz abchecken. Leute. Also ich finde ja, ich habe gut gehalten. Also exakt vor dem Schild. Ich schicke dir gleich mal einen Screen, den ich gemacht habe, was exakt war. Übrigens, unser nächster Halt ist Dortelweil und ich kenne sogar jemanden. Kennst du da was? Ich kenne jemanden, der dort gewohnt hat. Der wohnt mittlerweile woanders. Okay. Also unser nächster Halt ist dort dabei. Ich kenne da niemanden, der da gewohnt hat und ich wohne selber auch nicht in der Nähe. Krass, oder? Ich wohne da auch nicht in der Nähe. Ich wohne 200 Kilometer, 300 ja, Kilometer. Ja, aber es ist einfach so. Ich finde es mir gerade ein bisschen unnötig, dass du gesagt hast, okay, da wohnt, da hat jemand gewohnt. Die Frage ist halt, wen interessiert es gerade? Naja. Jeden. Okay, ich habe ein Problem. Mein Codierer ist überlastet vom OBS. Heißt, mein TS macht mir gerade zu viel, zieht mir gerade zu viel Leistung. Kann sein, dass es nicht mehr flüssig ist, Leute. Jetzt ist das Problem weg. Okay, das war nur der Halt hier. Ich möchte gar nicht wissen, was in Frankfurt passiert. Oder erinnere ich mich noch dran, als ich mir die S-Bahn hier gekauft habe, die Linie. Da bin ich am selben Nachmittag noch zu einem Freund gefahren mit dem Zug. Also in echt mit dem Zug und hab da aber meinen Laptop mitgenommen, damals hatte ich noch keinen PC. Hab dann auf der Fahrt die ganze Zeit das gespielt. Da wohnt auch so eine Stunde mit der Regionalbahn entfernt von mir. Okay. Und er fährt das jeden Morgen zur Schule. Richtiges Opfer, der muss jeden Morgen eine Stunde zur Schule fahren. Mir wird's gefallen. Was? Also mir wird's gefallen, du könntest jeden Tag spotten. Also ich find's toll. Ja, aber bei uns gibt's halt relativ wenig zu spotten. Da gibt's halt nur 4, 5 und 4. Ja, nein, dann spottest du halt am ersten Tag. Am nächsten Tag spottest du halt nicht. Ist ja jeden überlassen, ob er spottet. Das war ja nur ein Vorschlag. Auch, wenn ich mit der Bahn fahre, dann zur Schule brauche ich 5 Minuten. Aber wirklich ganz genau 5 Minuten. Ja, ich habe auch nur ungefähr 10 Minuten gebraucht, als ich noch zur Schule gegangen bin. Also in die Mittelschule. So, Berufsschule fahre ich auch jetzt mit der Bahn. Bei 40 Minuten, mit 40 Minuten 6,42. Ich fahre mit der 6,48. In der BAB-Lackierung, ich weiß nicht, ob du die hast. Gibt es eine Aufgabe, ich habe schon vielleicht so bremst, also ich bremse viel zu früh. Gibt es eine Aufgabe, ohne 16 Wochen, okay. Ja. Gibt es eine Aufgabe auf München, München-Augsburg, fährst von Augsburg bis nach Mehring. In Mehring würde der Zug normalerweise nach rechts abbiegen, dann nach Geltendorf kommen, dann weiter nach Riedau und weiter Diesen, da kommt Weiland, da wo ich wohne, und dann geht's weiter. Aber die Strecke gibt es noch nicht, deswegen fährt der Zug nur von Augsburg bis nach Mehring. Ich kann die Aufgabe vielleicht auch mal zeigen. Also was ich alles sage, dass ich die und die Aufgabe fahre, vielleicht vergesse ich auch irgendwann was, wenn ihr die Aufgabe sehen wollt. Ihr könnt auch von mir jetzt, mal irgendwie abstimmen in den Kommentaren oder so. Welche Strecke wollt ihr sehen, was wollt ihr sehen, welche Baureihe, dies, das, alles. Was ihr sehen wollt, Strecke, kommt halt immer drauf an, ob ich es habe. Werde ich dann unten in den Kommentaren sagen, also beantworten. Ich habe noch keinen einzigen Minuspunkt, freut mich total. Safe kommt am Ende so. In Frankfurt, ich will bremsen. Ist nur 40 und ich komme nicht runter, weil es leckt. Lach nicht so. Du mit deiner komischen Standardaufgabe. Du hast safe irgendeinen Hack an. Standardaufgabe. Ich weiß nicht, wieso das bei dir so ist und bei mir anders. So, ich muss bestätigen. Zack. Jetzt sind wir in 18 Wochen. Wir dürfen trotzdem nur 60 fahren. Hallo, es leckt, Lul. Wir dürfen trotzdem nur 60 fahren, weil es eine 60er Ankündigung war. Hier geht's sowieso bergab, nee.
Und wo kommt denn hier 60? Siehst du das? Ja, direkt bei dem Signal da, also bei dem nächsten Signal. Ah ja, ich sehe es 700 Meter entfernt bei mir. Oder sind es So, 700 dann Meter? mach Ja, ich klar, sind grad. die 700 Meter, Du keine musst 70. aufpassen, da musst du ein paar Mal bestätigen bei Bad Vilbel. Da kommt einmal ein HP, Hilfe-Signal, also ein VR nur. Und direkt danach noch eine 90er-Ankündigung. Muss ja alles quittieren. Ja, aber guck mal, dieses Signal muss ich hier nicht quittieren. Das ist ja ein Wiederholungssignal wegen dem weißen Punkt. Ich bin da schon in der Wachung drin. Also Oder ich nichts quittiere drin. das immer lieber, bevor ich dann. Jetzt kann ich mich kurz befreien, weil das sowieso so komisch blinkt. So. Und da vorne wieder bewachen. Was heißt bewachen? Ja, doch, man kann es bewachen nennen. Na, bestätigen halt. Ah ja, Nee, ich will gut, bestätigen, wenn du jetzt irgendwas hast recht. bestätigt hast, nehmen wir das. Vorsignal, ja. Ach ja, genau, da überholt mich glaube ich einer, oder? Ah, der fährt jetzt aus. Ich muss gucken, ab wann hast du die 500 Hertz Überwachung bekommen? Ja, wenn du Oh, einfährst. oh, 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 In der oh, Mitte. oh. Es leckt, es leckt, es leckt, es leckt. Abchecken Frames. Ich Okay, fährt wieder nur 40 ungefähr. 30 FPS. Also wenn ich einfahre, was? Ja. Ja Also kurz gut, nachdem du da einfährst. bremse ich ja eh runter. Schafft man schon. Ich stehe jetzt drin. Sind die 40 Überwachung? Nee. Das ist 90, Lul. So, vorne fährt jetzt links neben mir der Intercity raus. So, dann habe ich jetzt Ausfahrt, aber vor mir ist ein HP0, ich fahre vor bis. Nein, oder? Darf man das? Soll man das? Nee, soll man eigentlich nicht, Dann aber ich mach's mach's nicht, halt so bitte. Wir schnell. sind hier in Ab hier einem beginnt der Einbruch der realen Video. Schnellzugbrücke auf dem IC. Das soll Da man nicht vorne machen, ist. ne? Gut. Weil wir haben gleich Ausfahrt, von daher fahre ich schon mal vor. Mit 20 km/h. Und ich bremse mit 5% ab. 20%. So, komm. 500 Hertz, zeig mir, komm, komm. Okay, Mitte des Bahnsteigs, denke ich mal. Ah ja, okay, da vorne ist ja der Magnet. Ja, okay, da vorne. Sind es dann 25 km/h, die ich fahre, oder nur 20? Ab hier 35. müssten es eigentlich 500 Hertz sein, ja, genau. Was?